Hallihallo meine Süßen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar machen wir wieder einen Aufgebraucht-Video. Und ja, wie immer ist es in meiner Gästhütte drin. Und ich fange einfach mal an, was zu oberst ist. Und zwar haben wir hier einmal ein Püppchen Kids Creme und Cream and Fun Himbeere mit Mandelöl und Shea-Butter. So sieht es aus. Und das Döschen ist leer. Ich habe das benutzt für meine trockenen Stellen an den Händen, Ellbogen oder am Knie. Und es roch ganz angenehm. Es ist nicht so stark. Es roch nicht so stark nach Himbeere. Also wirklich dezent. Und die Pflegewirkung war eigentlich auch nicht schlecht. Würde ich mir aber nicht mehr nachkaufen. Ich habe es nur so mal ausprobiert. Dann habe ich hier aufgebraucht Balea Hautverfeinende Clear Up Stripes. Die kennt ihr ja jeder. Ist für die Nase, Kinn oder Stirn. Ist für normale Mischhaut, porentiefe Reinigung von Nase, Stirn und Kinn. Fand ich ganz gut. Es hat wirklich, wie sagt man, die Hautunreinheiten hat es hier von der Nase entfernt. Fand ich ganz gut. Habe ich mir jetzt aber nicht nachgekauft. Ich habe jetzt von Essence nachgekauft. Aber ich werde wahrscheinlich auch wieder nachkaufen, wenn ich das nächste Mal im DM bin. So. Dann habe ich hier aufgebraucht meine Reinigungstücher von Balea. Das ist noch eine limitierte Edition vom letzten Jahr. Mit Cassis-Geruch. Riecht ganz angenehm. Also riecht wirklich gut. Hat 25 Tücher drin. Also waren 25 Tücher drin. Werde ich mir nächstes Jahr bestimmt nachkaufen, wenn ich die LE hier jetzt nicht verpasse. Dann habe ich aufgebraucht eine von P2 Ultra Rich Hand Serum. Pflegekur für besonders beanspruchte Hände mit Traubenkern, Nachtkerzenöl und Perlmutt-Extrakt. So sieht es aus. Es hat, glaube ich, so circa 5 Euro gekostet. Für das, dass es so viel gekostet hat, hat es wirklich nichts gebracht. Also ultra rich, das heißt ja eigentlich sehr reichhaltig. Was jetzt aber nicht ist. Also ich habe das aufgetragen, es zog schnell ein. Der Duft war ein bisschen zu aufdringlich und die Pflegewirkung gleich null. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich mag es nicht, deshalb werde ich es mir auch nicht nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Ebelin 160 Wattestäbchen. Haben wir wieder nachgekauft. Muss ich nichts dazu sagen. Dann habe ich hier von Profissimo eine Mango-Papaya-Duftlichte. Mindestbrenndauer 4 Stunden, waren 18 Stück enthalten. Riecht ganz gut. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Oder werde ich mir wieder nachkaufen, wenn ich das nächste Mal im DM bin. Dann habe ich aufgebracht von Denk mit Zitrone Grapefruit feuchte Allzwecktücher. Benutze ich ganz gerne, wenn ich zum Beispiel mal Milchpulver daneben gekleckert habe, also ausgeleert habe, nehme ich gerne das zum Aufwischen, geht ganz schnell und ja, riecht auch noch angenehm. Oder wenn wir Brot gegessen haben und noch Brösel auf dem Tisch liegt, schnell mit dem drüber, fertig. Habe ich mir auch wieder nachgekauft, werde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Dann haben wir noch aufgebraucht von Balea die Cremeseife Sensitiv. Ja, wie ihr alle wisst, ich mag Balea. Von dem her werde ich mir auch wieder nachkaufen. Es riecht ganz angenehm. Es tut den Händen gut. Ja,
Es ist halt ein pH-neutrales Waschcreme, also Waschseife für sensible Haut. Und ich habe in letzter Zeit wirklich sehr trockene Hände, weil ich ja wieder arbeite seit Januar. Und ich muss einfach sehr viel desinfizieren nach jeder Patientin oder ja, je nachdem, was man gemacht hat, wird einfach die Hände immer desinfiziert und da vergesse ich meistens einzureiben, also die Hände einzucremen danach und dann werden die so beansprucht, dass sie einfach sehr trocken sind und dann bin ich froh, wenn ich zu Hause so eine milde Reinigung habe, was die Hände nicht noch mehr beansprucht und ja, werde ich mir bestimmt auch wieder nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Rivaldi Loop Milch- und Honigmaske mit Mandel- und Macadamia-Nussöl. Das ist eine Entspannungs-Gesichtscreme. Fand ich jetzt nicht schlecht. Würde ich mir nachkaufen, wenn bei mir in der Nähe ein Rossmann gäbe. Was ich sehr schade finde, weil Rossmann-Produkte finde ich auch ganz gut. Ja. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal und ich finde in der Nähe mal einen Rossmann, werde ich dann bestimmt zugreifen. Also, aber so jetzt halt leider nicht. Dann habe ich aufgebraucht von Cara Soft die Watte-Rondellen. Das sind Wattepads, das sind 80 Stück enthalten. Die kriegt man bei uns in der Schweiz im Migros, glaube ich. Finde ich ganz gut. Ich finde es bei dem ganz gut, weil es am Rand so wie zugenäht ist und dann fuselt das nicht so und man kann das Gesicht wirklich wunderschön reinigen. Ja. ja, werde ich mir jetzt im Moment nicht nachkaufen, weil ich noch eine ganze Schublade voll Wattepads habe. Dann habe ich aufgebraucht von Balea Young ein Duschgel Candy and Love, also Candy Love. Riecht unheimlich toll nach Karamell. War eine LE. Ja, ich finde es wirklich, es riecht gut und ich mag Karamell. Und ja, vielleicht gibt es dieses Jahr wieder zur Weihnachtszeit, dann werde ich es mir bestimmt kaufen. Oder vielleicht kommt ja noch die Originalgröße raus. Dann habe ich von Impuls eine fröhlich frische Duft, Happiness Duft Deodorant gekauft, aufgebraucht. Solche Sprühdeos benutze ich nur zur Arbeit. Ich benutze es dann vor der Arbeit und nach der Arbeit. Und der Duft hält eigentlich ganz lange. Finde ich ganz gut. Ich habe von dem jetzt, glaube ich, noch ein Backup. Ja, ich benutze Sprühdeos nur wirklich für die Arbeit. Aber der Duft würde ich jetzt im Moment nicht nachkaufen, weil ja, so stark riechende Deos geht mir irgendwann mit der Zeit auf die Nerven. Dann habe ich aufgebraucht die Alverde Körperbutter Vervain Intensiv Pflege für sehr trockene Haut. Das ist eine limitierte Edition, was auch immer nur zur Winterzeit herauskommt. Ist wirklich aufgebraucht und das ist, glaube ich, schon mein drittes, was ich aufgebraucht habe in dieser kleinen Größe oder die vierte davon. Ich liebe es total. Es riecht unheimlich toll nach Zitronen, pflegt die Haut wirklich gut, also sehr gut. Würde ich mir, oh, Entschuldigung, werde ich mir im nächsten, also dieses Jahr wieder nachkaufen, wenn es rauskommt, aber diesmal dann die große Größe, weil, oder vielleicht auch die kleine, weil die große Größe ist bei mir immer so, dass es mir irgendwann verleidet und ich dann auf die Seite lege und ja. Die kleine, ja, brauche ich eigentlich ganz schnell auf. Also sie ist 50 Milliliter enthalten. Und da brauche ich es dann auch wirklich auf. Und ja, werde aber definitiv wieder nachkaufen. Ich habe noch ein einziges Backup. Dann habe ich, ja,
aufgebraucht. Also hier ist noch ein kleiner Rest drin, was leider nicht mehr rauskommt. Ich kann machen, was ich will. Es kommt einfach nicht mehr raus. Das ist von Clinique Take the Day Off Cleansing Milk. Das sind 200 ml. Kostet um die knapp 30 Euro. Finde ich ganz gut. Ich liebe ja Clinique. Clinique hat meiner Meinung nach gute Reinigungsprodukte und so. Werde ich mir aber jetzt im Moment nicht nachkaufen, weil ich noch zwei, drei andere habe, die ich noch aufbrauchen muss. Ja, aber ich werde mir die vielleicht irgendwann mal. Aber ich liebe die von Balea ein bisschen. Also ich mag die von Balea mehr als dieses hier. Auch vom preislichen her ist es einfach günstiger. Dann habe ich aufgebraucht von Clinique a Liquid Facial Soap für ölige Haut. Und hier drin sind 400 ml enthalten. Das ist so eine spezielle limitierte Edition. Im Sommer, glaube ich, war das rausgekommen. Und das hat mir sehr lange gehalten. Ja, jetzt über ein halbes Jahr, obwohl ich auch morgens und abends mein Gesicht wasche. Finde ich ganz gut. Ich habe keine Pickel durch das bekommen, überhaupt nicht. Also eins meiner Lieblingsreinigungsserie. Werde ich aber nicht mehr, im Moment nicht mehr nachkaufen, weil ich noch so viele Reinigungssachen habe, die ich aufbrauchen muss. Dann habe ich aufgebraucht von The Body Shop eine Cranberry Hand Cream. So sieht es aus. Hier sind 30 ml enthalten. Und ich muss sagen, ich mag den Lip Balm lieber vom Geruch her, weil dem ist der Geruch einfach so intensiv, meiner Meinung nach. Und es riecht auch nicht wirklich nach Cranberry, es ist so säuerlich und das ist das, was ich überhaupt nicht mag. Auch die Pflegewirkung ist, naja, habe ich schon bessere Handcreme verwendet, deshalb werde ich es auch nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich eine Mini Primer Potion aufgebraucht. Eins meiner Lieblings Augenbase, ja. ja, ich habe noch zwei oder drei Originalgrößen, noch eins, so ein kleines. Und ich werde es mir bestimmt wieder nachkaufen, wenn ich alle aufgebraucht habe. Ja. Dann habe ich aufgebraucht von Sagrotan Samtschaum, Handwaschschaum, cremige Vanille und Orchidee. Ich habe ja letztes Mal schon beim Aufgebrauch auch so eins gezeigt, in so einem blauen. Sollte nach Waldbeeren riechen, glaube ich. Und das roch ja extrem nach WC für mich. Und dieses hier ist jetzt wirklich sehr angenehm, riecht wirklich toll nach Vanille. Finde ich ganz gut, werde es mir aber nicht mehr nachkaufen. Ich komme gleich wieder. So, es tut mir leid, wie ihr gehört habt, hat es ja geklingelt. Ja, wir sind bei dem stehen geblieben. Wie gesagt, ich werde es mir nicht mehr nachkaufen, weil mein Mann es nicht mag. Und ja, er muss es ja auch verwenden. Deshalb werde ich es nicht mehr nachkaufen. Obwohl es mehrheitlich, also dieses hier, bei uns in der Küche steht. Und das von Balea im Badezimmer. Aber ja. So, dann habe ich noch aufgebraucht mein Lieblingswaschgel von Balea, das Vitamincocktail. Dazu sage ich nichts mehr. Das ist mein absoluter Liebling. Es ist wirklich ein Wachmacher und ich habe es mir wieder nachgekauft. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Essence Like a Trip to New York, ja, das Parfum, die kleine Version davon. Ich habe es ja letztes Jahr gekauft, immer wieder verwendet, dann mal eine Pause gemacht und ich bin jetzt dran,
meine Parfums aufzubrauchen, damit ich wieder mal neue Düfte kaufen kann, weil ich, wie ihr in meiner Sammlung schon gesehen habt, habe ich wirklich sehr viele Parfums. Und ja, habe jetzt dieses hier aufgebraucht und werde ich mir aber, also dieses hier werde ich mir nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich noch aufgebraucht, auch wieder von Essence, Like a Girl's Night Out. Das sind die 50 ml, glaube ich. 30, 50. Nein, es sind 10 ml. Hm. Logisch. Ja, habe ich jetzt auch aufgebraucht. Also die Essence Parfums benutze ich eigentlich nur zur Arbeit, weil es halt nicht so lange hält. Und wenn ich weggehe, dann will ich schon, dass es auch ein bisschen länger hält. Und diese Düfte sind wirklich nicht so aufdringlich, dass ich, wenn ich mit den Patienten in Kontakt komme, dass ja, es nicht so wirklich so aufdringlich riecht und oder unangenehm für die Patienten ist. Das verfliegt sehr schnell, deshalb habe ich es auch so schnell aufgebraucht. Ich habe es immer vor der Arbeit aufgetragen und nach der Arbeit. Und ja, deshalb ist es so schnell leer und ich habe es auch ja schon angefangen gehabt. Dieses hier werde ich mir auch nicht nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Essence I Love Stage Eyeshadow Base. Also ich kriege wirklich nichts mehr raus. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Also das, was dort unten drin ist, kann ich wirklich nicht mehr rausholen. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, es ist leer. Ich werde es mir im Moment nicht mehr nachkaufen, weil ich noch sehr viele Eyeshadow Base habe, die ich aufbrauchen sollte. Und ja, aber schlecht war es nicht. Es war ja oft in meinen Favoritenvideos. Also ich mag es wirklich ganz gerne und ja, irgendwann wieder. Dann als dann habe ich noch aufgebraucht mein Baleo Young Fruity Kiss Lippenbalsam. Ja, es sieht richtig versifft aus, weil ich halt zum Teil auch mit dem Nagel rausgekratzt habe, ja, und so aufgetragen habe. Und irgendwann war es mir zu blöd und zu unhygienisch. Deshalb schmeiße ich die jetzt auch fort. Es riecht ganz gut. Würde ich mir definitiv irgendwann wieder nachkaufen. Vielleicht dieses Jahr, wenn es wieder rauskommt als LE. Weiß es noch nicht. Im Moment habe ich aber auch wieder von Balea nachgekauft, was ich jetzt benutze. Dann habe ich einige Kerzen aufgebraucht. Und zwar einmal die von Eric. Apfelzimt. Es hat noch drin, aber es brennt nicht mehr. Sobald man anzündet, erlischt es wieder. Deshalb würde ich mal sagen, ich habe es aufgebraucht. Das ist das, was so die Farbe wechselt, wie ihr hier hinten sehen könnt. Werde ich mir bestimmt wieder nachkaufen. Das ist eins meiner Lieblingskerze, obwohl es knapp 5 Euro kostet, aber das ist mir egal. Dann habe ich noch aufgebraucht das von Müller. Das war orange Zimtkerze für irgendwie 1 Franken oder so. Riecht unheimlich gut. Habe es, glaube ich, zum zweiten Mal nachgekauft. Jetzt werde ich mir die jetzt aber nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich noch von IKEA. War auch Apfelzimt. Benutze ich ganz gerne zur Weihnachtszeit. Apfelzimt ist einfach eins meiner Lieblingsdüfte im Winter. Und ja, werde ich mir bestimmt wieder nachkaufen. Zurzeit habe ich aber noch andere Kerzen, die ich aufbrauchen muss. Und ja. So, das war's vom aufgebrauchten Video. Die Tüte ist leer. Ja, ich hoffe, dass es euch wie immer gefallen hat. Und ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bye!